Nationalspieler Julian Draxler vom französischen Meister Paris St. Germain hat seinen Trainer Thomas Tuchel gelobt und vor dem Nations League-Spiel am Dienstagabend 20.45 Uhr im Live-Ticker im Stade de France gegen Weltmeister Frankreich vor seinem Vereinskollegen Kylian Mbappé gewarnt. Wenn er den Platz zum Durchstarten hat, ist es nahezu unmöglich, ihn mit seinen gefühlt 300 PS wieder einzufangen, sagte 2014 Weltmeister Draxler dem Nachrichtenportal t-online.de. Erlebe die Nations League auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Mbappes größte Waffen, so Draxler, sind die Geschwindigkeit und der Abschluss, deshalb ist für den Ex-Schalker die taktische Ausrichtung klar. Beide Waffen darf man ihn nicht nutzen lassen, indem man sehr kompakt verteidigt. Draxler verrät, Tuchel wurde nach Niederlage in Liverpool deutlich nach dem Startrekord von Paris St. Germain mit 9 Siegen in der Liga, einer ist Draxler voll des Lobes für Thomas Tuchel. Er verbreitet nach innen und außen eine gute Stimmung, lässt einen attraktiven Fußball spielen. Er hat klare Vorstellungen und vermittelt uns diese intern sehr genau, so der 25-Jährige. Tuchel zeige aber mitunter auch eine andere Seite. Nach der Niederlage gegen Liverpool hat er uns sehr deutlich gesagt, woran es hapert. Auf dem Weg zum Erfolg ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, aber auch deshalb macht er es sehr gut und hat das Team auf seiner Seite, sagte Draxler. Mehr zum DFB-Team.